Lehrsammlung. Das ist eine Sammlung an archäologischen Originalfundstücken. Das haben viele Institutionen in Deutschland. Wir haben es jetzt hier im Moment mit der Sammlung der Abteilung Afrika zu tun, also mit Objekten, die aus der afrikanischen Vorgeschichte stammen. Ich weiß gar nicht genau, wie viel, aber es sind einige tausende Objekte, die hier zu uns gekommen sind, die die gesamte Geschichte der Menschheit im Prinzip abdecken. Und nirgendwo ist die Geschichte der Menschheit länger als in Afrika. Das ist inzwischen in der Wissenschaft so anerkannt. Also das geht vor 2,5 Millionen Jahren los mit einer biologischen Entwicklung von Menschen, von denen wir vielleicht, die wir vielleicht als aufrechtgehende Affen akzeptieren würden, schlimmstenfalls sogar in den Zoo stecken. Aber trotzdem sind sie im archäologischen Sinn Menschen, weil wir die Menschheit definieren durch die Entstehung der Kultur. Da wird es auch verschiedene Definitionen geben, aber unsere ist eben die Kultur beginnt mit der Produktion von Steinartefakten. Ja, mit das prominenteste Beispiel für ein solches Steinartefakt liegt jetzt hier. Und zwar haben wir es hier mit einem Faustkeil zu tun. Eins der ersten standardisiert hergestellten Werkzeuge der Menschheit und auch eins der am längsten benutzten Werkzeuge der Menschheit. Und zwar charakterisiert so ein Faustkeil die Kulturepoche des Acheuliens, eine Kulturepoche des Altpaläolithikum. Das Altpaläolithikum datiert, oder das Acheuliens datiert von 1,5 Millionen bis 300.000 vor Christus. Man geht wohl in der heutigen Forschung davon aus, dass es ein Schweizer Messer der Steinzeit ist, weil es eben multifunktional war, wenn ich das mal kurz vorzeigen darf. Also man hat wahrscheinlich damit, wenn man das hier so in die Hand genommen hat, eventuell mit geschaben können, also zum Beispiel Haut vom Knochen wegschaben können, dann auch kratzen, dann natürlich mit der Spitze ein Loch bohren in einen Knochen oder ein Holzstück. Dann hat man natürlich auch Sachen zerkleinern, zerhauen können. Das waren viele gute Erklärungen und die meisten sind naheliegend, sind auch durch Befunde im Prinzip zum Teil, wenn auch sehr selten, belegt. Eine käme noch hinzu, es gibt sehr mutige Wissenschaftler, die glauben, dass man das vielleicht sogar als Wurfgeschoss benutzt hat. Die Biologen suchen ja nach Erklärungen, warum hat sich in der frühen Geschichte der menschlichen Vorläufer das Gehirn so abrupt entwickelt. Und es gibt eine Vorstellung, dass das gezielte Werfen mit all den Funktionen ausholen, mit bestimmter Kraft und im richtigen Moment das Objekt loszulassen, dass dies das Gehirnwachstum beschleunigt haben könnte. Wenn wir jetzt einige hunderttausend Jahre in der Zeit voranschreiten, dann kommen wir zu einer Epoche, die sich durch die klimatische Bedingung des Holozän auszeichnet. Und das sind etwa die letzten 10.000, 12.000 Jahre. Charakteristisch für die sind jetzt im ganz Afrika, aber vor allem im nördlichen Afrika, sogenannte Pfeilspitzen. Zum Beispiel dieses Exemplar, eine sogenannte zweiflügelige Pfeilspitze. Wir sehen rechts und links die zwei kleinen Flügel. Dann sehen wir ganz gut, dass vorne und hinten, also beidseitig, Flächen retuschiert wurde, also sehr, sehr fein bearbeitet wurde. Und natürlich charakteristisch für eine Spitze, die Spitze. Mit diesem Fortsatz wurde die Pfeilspitze in einen Schaft, einen hölzernen Schaft, gesetzt und fertig ist unser Pfeil. Also man könnte sich natürlich fragen, was diese beiden Dinge jetzt miteinander verbindet. Das sind so universelle Fragen, denen wir natürlich nachgehen. Die Objekte an sich, aber auch eben die Entwicklung über diese sehr langen Zeiträume in der vorschriftlichen Zeit der Menschheitsgeschichte. Wenn wir vermutet haben, dass es sich hierbei auch um eine Waffe handeln könnte, wissen wir hier, dass es sich auch um eine Waffe handelt. Eine viel kompliziertere, die ist zusammengesetzt aus mehreren Teilen. Im Prinzip könnte man vielleicht fast so weit gehen, dass die Entwicklung von Waffen in der Geschichte der Menschheit ein Motor für Entwicklungen war. Das können wir dann bis in die Gegenwart im Prinzip so fortsetzen, welche Waffen wir heute zur Verfügung haben, das ist uns allen bekannt. Und das berührt auch eine Frage, warum tun wir das? Es ist ja alles uralt, das kann die Gegenwart nicht mehr beeinflussen, aber ich meine schon, dass das Wissen über die Zeiten und über die Räume und über die Kulturstadien, aus denen wir kommen, uns natürlich auch ein Verständnis dafür gibt, wo wir heute leben.